Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Wundertausch-Livestream. Und die Mehrheit, nicht die überwiegende Mehrheit, aber die Mehrheit hat entschieden, dass heute kleine süße Miniras vertauscht werden. Und ich bedanke mich natürlich bei allen, die gerade mitmachen und auch dabei sind und so. Ich werde mal kurz eben ein paar Sachen nochmal einstellen. Lege aber sofort los. Hi. True. Hallo Gani. Hallo Colin. Hi Vanni. Hallo Sean. Hallo Alex. Hi Twitch. Hallo Kuchen Anna. Hi Don Link. So, ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Und natürlich sei gesagt, an der Stelle, wenn ihr wollt, dass euer Pokémon, euer Lieblings-Pokémon oder was auch immer im Wundertausch, im nächsten Wundertausch vertauscht werden soll, dann schreibt mir das unten in die YouTube-Kommentare dann rein, wenn das Video dann auf YouTube online ist. Und mit etwas Glück wird dann euer Pokémon genommen. Natürlich, vorausgesetzt, es wurde nicht schon irgendwie vertauscht. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Pokémon, das man nicht wirklich züchten kann. Na, ich mache das Ganze ja mit Zucht. Und wenn ich irgendwelche Legendären vertauschen müsste, was weiß ich, wäre es ja klar, ich müsste sie cheaten. Nur mal so nebenbei, ne? Also das nur mal so nebenbei. So, auf jeden Fall haben wir ganz viele Miniras. Wow, das erste war hart. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne die Wesen gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne die Wesen nicht, ich kenne die Fähigkeiten nicht. Ich habe die Miniras, diese kleinen Pandragon, habe ich über das Pokémon-Resort gezüchtet, weil das dann einfach schneller ging, als jetzt die 10.000 Schritte zu machen. Naja. So. Gut. So, ich würde sagen, wir legen auch sofort los. Und natürlich für alle, die im Chat sind, ganz wichtig, achtet auf den Countdown. Denn sobald der Bot sagt, okay, tauscht, dann tauscht ihr. Und für alle, die natürlich jetzt nicht irgendwie live mitschauen, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Hoffentlich wird es spaßig, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So, also, wir starten dann mal sofort. Noch ein paar kleine Preparations. Und dann legen wir... Oh, warte, genau. Bevor ich das jetzt mache, sollte ich mal gerade ganz kurz noch den Chat eben hier ein bisschen bearbeiten. Jetzt haben wir einfach schon wie viele Minuten verschwendet? 3 Minuten, ach du Scheiße. So, also, ich würde sagen. Legen wir los, der Countdown startet. Und nebenbei fällt mir mal auf, ich muss den Titel noch ändern. So, mal schauen, wo geht denn das erste Shiny hin? Shiny? Wieso sage ich Shiny? Wo geht denn das erste Miniras hin? What? Was ist gerade los? Ach du Scheiße. Es geht nach Japan, nach Iwate. Hallo Pikachu! So.
Yay, mein Festival Plaza hat Rang 29 erreicht. Nicaragua, wo ist das? Das, also dieses Land ist in Südamerika. Nein, lass mich in Ruhe, Chris. Dankeschön. Wenigstens eine kleine Perle. So, tauschen. Wundertausch. So. Huch, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen. So. Das ist, wenn man nicht das Richtige kopiert und einfügt. Dann passieren so Sachen im Chat, die dann plötzlich so nicht passieren sollten. Aaron aus Kalifornien. This in Nisko in ist is, This is Nico. Mein Gott, danke schön für den Follow. Ein Kaumalat in einem Ultraball. Ein chinesisches Kaumalat in einem Ultraball. Okay. Yay, Festival Plaza Rang 30. Wow. Das aktiviert sich jetzt ständig, weil ich ja letztens beim globalen Event 4000 Festivalmünzen bekommen habe. Premium-Dienste. Okay. Das wird das Ganze jetzt noch mal so ein kleines bisschen verlängern. Ich will ein Minieras hart mit Lärmschutz. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Die haben nämlich alle random Wesen und dementsprechend kann ich das leider. Also sie haben random Wesen und eine random Fähigkeit. Das mit dem Leveln des Plaza geht mir gerade auch so. Dann bin ich wenigstens nicht alleine, Sunji. Juhu, eine Japanerin aus Nagano. Wie viele IV haben die? Ja, kann ich jetzt so nicht sagen. Kann ich so nicht sagen. Wow, ein zweites Kaumalat. Yay! Kaumalat wandelt auf den Spuren eines Zickzacks. Was ist meine Lieblings-Pokémon-Musik? Meinst du jetzt von den Spielen Mega Knackrack? Wale, Mist, bin zu spät. Nein, das ist doch alles in Ordnung. Oh wow, ein Nugget. Yay. Also meine Pandi haben sogar alle zwei Zucht-Moves und ein hartes Wesen. Nice. Froh. Ein frohes Kaumalat. Lass mal die DV gucken. Kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Hi Mary-Fan, wie geht's dir? Mal eben kurz das Mikro verschieben. So. Krass, wir haben 10 Minuten hinter uns. Ich habe, glaube ich, erst drei Pokémon vertauscht.
bin mit Verspätung da. Du hast nicht so viel verpasst, Dragonite. Hi, Mew04. Hao. Hao aus Japan, Tokio. Oh, wow. Ein Fukano. Ein... Eins von drei möglichen, oder eins von drei zur Auswahl stehenden Pokémon für den Wundertausch, das es leider nicht geschafft hat, aber hey, immerhin haben wir es bekommen. Stimmt, heute war ja WTS, ganz genau, Yugi. Ganz genau. Ein hartes Bedroher Fukano. Nice. Nice, nice, nice. Hi, Darian. Tandu aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Klavion. So, dann schauen wir doch mal. Ein Level 42er Klavion. Ein deutsches Lavita von einem Ami. Nein, Gani, das war einfach nur die Antwort, die du ja schon geschrieben hattest. Ich habe sie einfach kopiert und dann habe ich sie einfach eingefügt. Jackson aus Anguilla, was auch immer. Also Jackson. Das ist ein Ultraball. Schon wieder Kaumala. Ach, komm schon! Ein japanisches Kaumalat. Schon wieder in einem Ultraball. Das ist jetzt schon das dritte Kaumalat. Holy! Nein, oh nein, jetzt krieg ich Festivalpunkte. Nein. Festivalmünzen, nein. Genau das wollte ich jetzt eigentlich verhindern. Yay, wieder ein Nugget.
Das ist schön zu wissen, Mew04. Das ist schön. Shiny Dratini. Naja, okay, wenn du meinst. So, das dritte Kaumal hat heute. Das war eine. Ja, das ist so ein Tauchball. Das war ein Beastball. Holy shit. Waren früher nicht immer über 100 Leute da? Ja, das kann sein, Dragonite. Ja. Vanni aus. Nein, nein, das kann nicht sein. Vanni, du machst heute das erste Mal mit und ich krieg dich direkt. So, what the fuck? Das kann nicht sein. Wie krass ist das denn? Oh, Panier! Nein, niemals. Krass. Nutella, vielen, vielen Dank, Wadi. Vielen Dank. Das ist krass. Und damit seht ihr, Leute, es ist nicht unmöglich. Es ist absolut nicht unmöglich. Dieses Lack. Ja, ist echt so, Vanni. Ist echt so. Oh, eine Riesenperle. Ha, mit Rollentausch und Trickbetrug. Nice. Nice. So. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Der Countdown startet wieder. Oh, da war ich ein bisschen zu schnell. Alba aus Spanien, Madrid. Ein Tanhill. Also heute bekomme ich ja diese ganzen semi-legendären Kaumalat. Weiß ich, ich vertausche ja Mineras, bekomme Kaumalat, bekomme Tanhill. Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn ich nachher noch Dratini. Viscora. Und. Keine Ahnung. Lavita bekomme oder so.
Hallo Obsti! Snorlax aus Washington. Ich wusste gar nicht, dass Snorlax in Washington lebt. Wenn der Countdown unten ist, soll man dann auf das Pokémon tippen oder direkt auf Ja? Direkt auf Ja, damit es halt losschickt. Don Link hat Alessio aus Deutschland bekommen. Naja, Hauptsache gegen geht's gut. Ja, das stimmt schon. Mal kurz das Tannhill hier gucken. Okay, wow. Was haben wir denn hier so? Wow, super krasser DV-Split. Oh, natürlich, ein 6 DV-Pikachu auf Level 6. Naja, egal. Gut, oh. Dieses Mini-Ras ist sehr gut. Ich sehe es gerade schon. Ja, ich habe ja jetzt auch nicht, also gar nicht, ich habe ja jetzt auch nicht auf wirklich krasse DVs gezüchtet. Ich habe einfach meinen Grandiras genommen, was ich hatte, und habe es einfach mit anderen paaren lassen. Fertig. Jan aus Deutschland, Baden-Württemberg. Wartet, nein, oder? Doch, Ace Trainer Jan. Scheinbar wohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jurob. Jurob ist so ein cooles Pokémon. Pack das Jurob einfach neben das Miltank. Nein, das habe ich schon fest benutzt. Oh nö. Ist die Facecam mit Absicht aus? Die ist bei dem Wundertausch eigentlich nie an. Das einzige Mal, als ich die Facecam anhatte, war halt beim 50. Wundertausch. Aber ansonsten ist die immer aus. Das ist auch für mich ein bisschen angenehmer, halt ohne Facecam hier das Ganze zu machen. Ja, Jaden, komm, ist gut. Du kannst auch jetzt ein bisschen übertreiben. Willst du mein Shiny Diancie? Nein. Alles klar, Freeze, alles klar. Ari aus den Vereinigten Staaten Florida. Huntest du heute? Ja, das mache ich. Nach dem Wundertausch wird auch weiter nach dem Shiny Molung gesucht. Was hoffentlich bald mal weiblich wird, damit ich es zu einem Amphira machen kann, damit wir wieder auf ein anderes Game gehen können. Und ein Kröpuk bekommen. Nice, das gefällt mir richtig gut. Nice, nice, nice. Ist mir nie aufgefallen, dass die Facecam nie da ist. Ja, sie ist aber eigentlich nie da.
Stimmt, ja, das Tag auch so von Guest. Ja, ich will nicht zu viel spoilern. Ich will nicht zu viel spoilern. Aber es war auf jeden Fall schon witzig. Logan aus den Vereinigten Staaten Kalifornien. Oh, ist es zum Beispiel, ist es vielleicht Logan Reeves? Daniels Schönheit kann man sogar spüren, wenn man ihn gar nicht sieht. Das hast du sehr schön gesagt, Jan. Das hast du sehr schön gesagt. Da-ba-da-da-da-da-da. Mike Kenny, danke für den Follow. Daniel hat jetzt gerade die nicht vorhandene Facecam erwähnt. Wie viele Jahre bin ich in der Vergangenheit? Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Nice, Juri. Shiny Komala. Lena aus Deutschland, Baden-Württemberg. Ein Trasler. Versandte Fee. Süß. Welches Jahr haben wir denn? Das Jahr nach 2016. Mutig und Fährte. Warte mal, ist das jetzt ein, das ist ein weibliches Schal, sonst hätte man daraus ein nettes Galagladi machen können. Naja, was soll's. Dankeschön, Freeze. Dankeschön. Fabian aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Ein Tanzer! Und diese ganzen Fancy Pokémon. Dieses Panier von Vanni, dann jetzt dieses Tanzer, das Jurob. Okay, das ist schon richtig krass.
Jannes aus Deutschland, Sachsen. Seit wann hast du einen Countdown? Bitte, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Den muss ich jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr haben oder so. Mimigma. Hart- und Kostümspuk. Mr. Me John, danke für den Follow. Bombina aus Frankreich. Oh, ein Abra. Der Abra. Jo, hör doch mal auf zu hupen, ich komme ja gleich. Wieso geht das hier so schnell? Schnell? Ich weiß nicht, wovon du redest, Jan. Ich weiß nicht, wovon du redest. Valerian aus Deutschland. Oh, ich hab Daniel. Ja, Wale sieht wohl so aus. Sichler! Okay, wahrscheinlich weil sich Kramux im Pokédex registriert hat und ich ewig keinen Tauschpartner gefunden habe. Das kann sein. Das kann sein, Jan. Schauen wir uns doch mal das Sichlor an. Hastig. Nett auf jeden Fall. Ziemlich nett. Vierundzwanzig. Aus Japan, Kanagawa. Aber wisst ihr, was witziger ist als 24? 25. Witzig.
Remember the day, als ich Daniel und Dani im BTS getroffen habe? Ja, und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Da kommen die SpongeBob-Jokes. SpongeBob-Jokes. Gucken wir uns doch mal Young Goose an. Oh wow, OT Miguel. Dieser Miguel würde sich bestimmt über meinen Radikal freuen. Witzigerweise nicht Ace Trainer Jan. Ein Clown war heute nicht auf meiner Speisekarte. Hast du Klaustrophobie? Klaus, Klaus, Klaus! Hör auf, das macht ihm Angst! Rock'n'Roller. Es ist halt wirklich ein Rock'n'Roller. Was machst du mit deinen Shinies? Einfach in der Box lassen? Ja. Nein, was mache ich hier? Ah, ich komme jetzt nur hier. Yay. Welcome to the Gibble Club. Ich mache einfach einen Club auf und nenne ihn Gibble. Welcome to the Gibble Club. I take you to the Gibble Club. Riku aus den Vereinigten Staaten Alabama. Sweet home Alabama. Mom, I'm coming home to you. Shiny Luxtra. Also ich glaube, das entschädigt dich auf jeden Fall dafür, Ruffy, dass du bis jetzt noch keinen Deutschen getroffen hast. Hilfe. Mann, der ist mir beinahe gefallen. Hitzig und Adlerauge mit Heuler, Widerhall, Zertrümmerer und Superschall. Okay. Kann man mal machen. Kein Ding. Noah aus den Vereinigten Staaten Florida. Weberak.
Monozyto! Ich liebe Monozyto! Ich weiß, das ist kein Monozyto, das ist ein Webarak, aber Vanni hat halt gerade ein Monozyto bekommen. Es ist so süß! Was haben wir denn da? Ein Webarak. Ich glaube, Webarak kann man nur in Pokémon Mond finden. Ja, stimmt, genau. Dafür kriege ich ja... dafür kriege ich ja Ladybar. Stimmt. Jan, nein, nein, ey, nein, Jan, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, du hast, nein, 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 das kann nicht sein, nein, das kann nicht sein. Das geht einfach nicht. Wer folgt mir da? Keine Ahnung. Ich kann es nicht sehen. The Leon Tran. Danke für den Follow. Facecam wäre jetzt nice gewesen, wäre es Kai. Allerdings konnte man sich ja denken, dass ich aufgestanden bin. Ein Jurob. Ja, hat auch 5 DV. Ich hab's schon gesehen, Jan. Nö, einfach nö, eben. Weird heute, das stimmt. Das stimmt wohl. Jan, runter von der Leitung! Get out of here! Condemor aus Spanien. Alola Radikal. Welcome, Miguel. Schade, ich hätte es jetzt echt witzig gefunden, wenn ich von einem Spanier plötzlich einen Radikal bekomme mit dem Spitznamen Miguel.
Wenn ich es könnte, Jaden, würde ich es tun, aber ich kann es nicht. Sunny aus Deutschland, Rheinland-Pfalz. Hör mal, die ganzen Deutschen heute, was ist hier gerade los? Warum bekomme ich so viele Franzosen? Das passiert zwischendurch immer, Vanni. Das passiert zwischendurch immer. Na, ah, Bashwa! Bashwa! Es ist wunderschön. Ich glaube, wenn man Bashwa und mich auf ein Bild bringen würde, wäre es zu viel Schönheit auf einmal. Das wäre zu viel Schönheit für die Welt. Wow, es ist auch noch hart. Das ist wohl schlechteste Wesen, was ein Bashwa bekommen könnte. Aber gut, es ist immerhin ein Bashwa. Melissa aus Frankreich. Siehst du, Vanni? Auch ich kriege einen Franzosen, beziehungsweise eine Französin. Super, ein Wingal. Wingal. Mein shiny männliches Bashwa ist auch hart. Das ist wirklich hart, Anna. Oh nein! Das ist irgendwie so, zwischendurch denke ich dann so, oh cool, ich muss halt nicht nach Festivalmünzen irgendwie fragen. Und irgendwann mache ich das dann doch wieder aus Gewohnheit und plötzlich steige ich einfach wieder Drang auf. Wow, von einem Franzosen ein spanisches Wingal bekommen. Alexei aus Österreich, Niederösterreich. Alexei Twitch. Oh mein Gott. Ich hab's gewusst. Alexei, vielen lieben Dank, dass du mitmachst. Auch an alle anderen, denen ich bisher getauscht habe. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Oh, ein Serpifoil, einen besonderen Ball. Hallo. Yo! Jetzt werden hier auch noch illegale Motorradrennen gemacht. Sorry, ist nicht meins. Ist ja egal, aber hey! Es hat auf jeden Fall gute Attacken! Giftblick, Spiegelcape, Eisenschweif und Horrorblick. Ich wusste nicht mal, dass Serpifeu überhaupt Horrorblick kann. Aber gut. Bitte.
Dustin aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Ein Schnäppke! Oh. Oh. Es ist so süß. Froh und Konzentrator. Schnäppke in einem Schwerball? Ja, sieht wohl so aus. Sieht wohl so aus. Hallo? Ach, geht doch. Jetzt geht's. Maggi aus Deutschland, Brandenburg. Diese ganzen Deutschen heute, was ist denn heute los? Holy shit. Alola Slimer. Alola Slimer. Schon ironisch, dass wir eigentlich nur halb so viele Zuschauer wie sonst sind, aber ich mehr Deutsche treffe und mehr Leute, die hier gerade aktiv im Chat dabei sind, als sonst. Das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass. Natürlich, also ich fange die natürlich alle ab. Raikou aus den Vereinigten Staaten Arizona. Oh, Alola Mauzi. Alola Mauzi. Sorry. Oh nein, was habe ich getan? Nein. Super. Festival Plaza Rang 37 erreicht. Ein irisches Cupbox. So. Oh, wir sind ja schon beim letzten Minierhaus angekommen. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vertauschen wir jetzt das letzte Minierhaus. Und ihr könnt mir ja mal in den Chat schreiben, wann ihr denn bereit seid.
Ich bin immer bereit. Ja, Kai, das war eigentlich nicht das, was ich hören wollte. Okay, aus den Vereinigten Staaten Kalifornien. Okay, das letzte Miniras geht also nach Amerika. Hallo Dratini. Meine ich das nur oder sieht das Dratini komisch aus? Vielleicht meine ich das auch nur. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Nee, ich hab's mir nur eingebildet. Okay. Aber hey, es hat immerhin Drachentanz, Eisenschweif, Wasserdüse und Turbotempo. Immerhin. Wo ist Despo? Nicht da, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall war es das für den heutigen Wundertausch und bedanke mich fürs Zuschauen und auch bei allen, die jetzt live mitgemacht haben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Wundertausch, der dann wieder nächsten Sonntag ist. Und für alle anderen, die jetzt live auf Twitch noch dabei sind, gibt es jetzt im Anschluss noch den Shiny Hunting Livestream. Also vielen lieben Dank fürs Mitmachen und Zuschauen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.